Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Scheiße! Scheiße! Tür! Tür, geh auf! Renn! Oh. Shut up, John. Willkommen zurück zu Folge 4 von The Evil Within. Letztes Mal sind wir ja durch das coole Tor hier entkommen. Und ich weiß jetzt nicht, was uns jetzt noch erwartet. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe auch Angst davor. Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh, what? Oh Gott. Ich will hier rein. Da. Kann man die nicht auch zerstören, Professor? Nee, okay, anscheinend nicht. Alter. Oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Ja, das habe ich mir auch gehört, Peter. Nom 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 nom. Ich glaube, wenn die uns verfolgen, dann ist aber Ende im Gelände. Oh, ich gehe, glaube ich, hier lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch einer, noch einer. Wie komme ich an dem vorbei? Also die da hinten? Okay, aber wie komme ich an dem vorbei? Kann ich einfach an dem vorbeilaufen? Nein! Lauf, 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 lauf. Renn, sprinte. Ernsthaft? Oh mein Gott! Renn! Renn! Wohin auch immer! Oh Gott, lauf, 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 lauf! Auf einmal hat er Kugeln, ne? So. Kapitel 2 überlebt. Speichern. Nehmen wir das. Ja. So. Und weiter geht's. Lädt die Klauen der Horde. Oh Gott. Einmal 200 Zombies. Ey, wieso hätte man auch an dem letzten vorbeikommen können? Wo sind die alle hin? Das ist doch die Brücke von eben. Die Klauen der Horde. Ich bitte euch, aber das hört sich nicht sehr einladend an. Oh, noch mehr Glue. Noch mehr Glibber-Bibber. Oh, eine Spritze. Kann man das Buch da lesen? Nee. So, was haben wir denn hier? Komm mal, schade.
Oh, die sind noch da oben. Die laufen gerade weg, hoffe ich doch. Okay. Danke, Bro. Super. Und es gab kein Zurück mehr. Boah. Ich meine, gruseliger hätte man die Atmosphäre auch nicht machen können, oder? Der steht nachher hundertprozentig wieder auf. Da hängt das schon so böse. Hm. Oh, was ist das denn? Eine Granate. Diese Stielgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wo sie im Privatbesitz gelangen könnte. Ich kann die sogar benutzen. Okay. Ist das eine Falle hier? Ich gehe erstmal da rein. Ich traue mich da jetzt nicht durchzuhören. Wegen so einer Tür erschrecke ich mich. Ohne Scheiß. Okay, deswegen auch die Musik. Sie. Kartenfragment 4. Weg. Natürlich ist sie weg, du Lappen. Oh. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher, zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Na, dann gucken wir mal. Vielleicht kann man ja was Gutes finden in der alten Stube. Mein Kopf. Dabidi-bidi. Warte mal, diesmal ist die Tür wieder zu, oder? Oh, mh. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Also können meine Träume nicht wenigstens ein bisschen schöner sein? Warum müssen meine Träume denn so dreckig sein? Ey? 9200. Ich glaube, davon können wir uns was Ordentliches kaufen. Maximale Sprintdauer. 3000 Lebensanzeige. Fitnesswaffenreserve. Maximale Sprintdauer. Ja. Nahkampfschaden. Nehmen wir auch nochmal mit. Lebensanzeige, nee, Waffen. So, davon haben wir noch nichts. Magazinkapazität, Schadensmultiplikator. So, das war's, würde ich sagen. Jetzt haben wir einfach mal ein bisschen geupgradet. Ich würde gern zurück. Bruder. Ach so, wir sollten ihr folgen.
Alter, was ist das? Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Was ist das für ein Raum? Wie viel Platz hier hinter noch ist. Ja, ist klar. Oh, ich habe den Schlüssel. Dafür ist der Schlüssel. Oh. Detective Castellanos? Ja. Haben Sie so einen Schlüssel? Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Okay. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Mhm. Okay, okay. Leider war das etwas, was ich nicht gebrauchen konnte. Sie hat einen Computer und sie raucht. Aber sie hat einen... Das ist bestimmt XP drauf. Oder Windows 95. Kann ich jetzt zurück? Ja, jetzt kann ich zurück. Wenn hier schon so Flaschen liegen... Okay. Oder kann ich hier nur genug glauben? Okay, das sind so Bewegungsmelder. Was das ist, weiß ich nicht. Sieht aus wie Minen. Der Taste Nadel anhalten, blau Erfolg, rot Fehlschlag. Oh yeah, bitches. Oh, Leertaste nehmen. Ich würde gern wissen, was passiert, wenn... Nee, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich daneben drücke. Ich dachte, das geht jetzt die ganze Zeit so. Alter, sah ich eklig aus. Ich war ja richtig zerfällt. Oh, was war das? Ein Fläschchen. So. Oh yeah, bitch. So, Nummer 2 wird jetzt auch entschärft. Oh yeah, bitches. Diesmal sind wir nicht in unsere Einzelteile zerflogen. So. Die Musik hat aufgehört. Nichts. Ey, Bruder. Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Sehen Sie selber. Diese Dinger... haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Willst du mich jetzt verarschen? Wenn Sie meinen... Du bist aber eine feige Sau.
Wütend. Spasti, Alter. Ich bin doch nicht sein Weglock-Bimbo. Abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Okay. Ach, das ist eine Falle. Oh, ich hab zwei Kugeln. Yay. Yeah. Dann wollen wir ihm doch mal... Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Wie sind wir nach unten gekommen? Ich sammle mir jetzt erstmal ganz entspannt die Sachen hier ein. Ja, genau. Oh mein Gott, Mann. Ja, wie viele denn noch? Nein. Oh yeah, bitch. Komm nachher. Come at me, bro. So. Spritzen wir uns mal was. So. Die können wir nicht aufnehmen, leider. Alleine, wo kamen die denn auf einmal alle her? Ich dachte, der Typ lockt die weg. So ein Scheiß, ey. Habe ich mich gerade erschrocken, Mann. Pissspiel. Warte, ich könnte doch theoretisch, könnte ich da drauf? Schade. Da drüben ist irgendwas Böses auf jeden Fall. Naja, egal. Gucken wir jetzt erstmal hier im Haus, was hier noch so drin ist. Oh mein Gott, dieses Spiel. Hui! Ist jetzt die Flasche kaputt gegangen? Nee. Oh, what? Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt irgendwas drin. Achso. So, was ist da drüben, Mann? Das macht so kranke Geräusche. Oh, wo ist jetzt der hässliche Doktor? Abgeschlossen. Oh, hier ist auch noch Glibber-d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 ibber
Mann. Wieso klettert er denn, wenn ich auf Leiter... Oh nö. Jetzt muss ich mich wieder um die Typen kümmern. Hä? Oder sind die jetzt schon tot? Okay, sie sind schon tot. Das ist doch gut. Geh durch. Okay. Ach ja, wir müssen jetzt alles wieder einsammeln. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Diese Bomben werden mir das Leben noch richtig schwer machen. Hier war nämlich auch noch Munition drin oder so. Hä? Toll. Jetzt haben wir das doch schon eingesammelt. So. Den haben wir aber noch nicht. Den nehme ich jetzt. Das machen wir kaputt. Und das nehmen wir auch. Die Granate. So. So, so, so. Dido, 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 dido. Da ist einer. Den lassen wir da mal. Ich hoffe, der findet uns nicht. Gut. Und rein da. So. Diesmal. So, hier ist eine Spritze, Spritze. Die kann man öffnen. Oh, Munition für... Oh, Revolver. Okay, gut, dann können wir den ja jetzt erstmal nachladen. Granaten, was ist das? Erste Hilfekoffer, Spritzen. Brandbolzen. Doppelläufige Flinte. Oh, was haben wir denn hier? Ja, okay. Habe ich die Axt jetzt fallen lassen? Ja. Da. So. Jetzt entschärfen wir das Ding erstmal und dann laufen wir da lang. So, jetzt. So. Oh, eine Bärenfalle. Ja, er hätte ja gedacht, dass ich die nicht finde, ne? Aber ich finde alles. Okay, jetzt sind wir hier oben. Wo ist dieses Vieh denn? Boah! Okay, gut. So geht das auch. Ich will auf jeden Fall nicht nach unten gehen. So, gucken wir mal, was wir oben haben. Ist der Typ jetzt oben oder unten? Da unten. Ach, der ist festgekettet. Aber ich gucke jetzt erstmal, was wir hier oben haben. Oh, die heilige Jungfrau Maria. Oh, viel, viel Schleim. Nein! Gehst du bitte wieder hoch? Dankeschön. 1000. Die alte Maria hier. Oh, da ist ein Schlüssel drunter. Ha. War doch zu was gut, die alte Frau. So. Ich wette, wenn wir jetzt nach unten gehen, reißt er sich los. Das schwöre ich. Aber, naja. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich das nicht ausprobieren würde. So, mein Freund der Sonne. Ach so. Oh. Ich hätte es nicht machen dürfen. Geh hoch. Der hat...
Ach, du Scheiße! Nein! Nein! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Scheiße! Scheiße! Tür! Tür, geh auf! Renn! Oh mein Gott. Fuck. Fuck! Ich bin so schlecht in Survival Games. Oh no! No way! No way! Nein! Nein! Da ist noch einer! Oh, fuck it! Alter, mein Puls. Aber ist das der Fleischer aus vom Anfang oder? Oh mein Gott! Geh da durch, geh da durch, geh da durch! Nein, nein, nein! Oh fuck! Scheiße! Nächstes Mal befreie ich den nicht. Ah, gut, ja. Dann, ich habe auch keine Zeit mehr, jetzt noch einen Versuch zu schaffen. Das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Drückt auf den Daumen nach oben. Teilt die Videos mit euren Freunden und ich sag dann erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt schlechte Kartoffeln und Horror und irgendwas. Bis dann!